Lebe nie im grauen Zwielicht ohne Siege und Niederlage. So kommst du nie zum Erfolg. Es ist so wichtig, dass du Niederlagen erlebst, dass du sie genießt, genauso wie deine Siege auch. Schau doch einfach mal die Leute im Sport an. Das wechselt sich immer wieder ab. Bald bist du auf dem Siegerpodest, bald gehörst du wieder zu den Verlierern, dann machst du weiter, dann gehörst du wieder zu den Siegern, dann wieder zu den Verlierern. Das ist ein permanentes Wechselspiel. Und je schneller du dich darauf einlässt, mit je höherem Tempo du unterwegs bist, desto mehr Erfolg kannst du dein eigen nennen. Es ist absolut faszinierend. Viele Erfolglose fürchten die Niederlagen, weil sie Angst haben vor Niederlagen, strengen sie sich nicht an. Sie tun viele Dinge nicht und dadurch werden sie auch nie einen Sieg einfahren. Eines bedingt das andere. Das Gegenteil von Sieg ist Niederlage und das Gegenteil von Niederlage ist Sieg. Beides gehört immer zusammen. Wir kennen es ja schon aus dem chinesischen Prinzip von Yin und Yang. Je schneller du damit klarkommst, je schneller du das akzeptierst, desto besser geht es dir und desto erfolgreicher bist du auf deinem Weg. Ich wünsche es dir, dass du ganz, 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 ganz viele Niederlagen dir einfährst. Vielleicht mag es dir jetzt ein bisschen komisch vorkommen, weil ich weiß eines, wenn du viele Niederlagen dir einfährst, dann hast du auch viele Siege auf der anderen Seite. Eines ist da und das andere ist genauso da. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf deinem Lebensweg, ganz, ganz viel Erfolg und freu dich auf jede Niederlage, weil du weißt, nach der Niederlage kommt auch wieder der Sieg. Tschüss, bye bye, bis morgen, dein euer Ernst Krameri, im Moment auf der Fahrt zum Vereinertunnel.